Mama, können wir mal wieder in den Skiurlaub fahren? Warum eigentlich nicht? Wir könnten ja nächste Woche nach Österreich fahren. Oh ja, das wäre toll. Super Idee. Ich werde nach dem Essen gleich mal ein schönes Gebiet heraussuchen. Eine Woche später. So, Proviant habe ich, meine Tasche auch und die Skier sind schon im Auto. Okay, wir können los. Stefan, was machst du denn da? Na, ich möchte die Kaffeemaschine mitnehmen. Mensch, Stefan, du weißt doch, dass das nicht geht. In Österreich gibt es bestimmt auch Kaffee. Hallo, wie schön, dass ihr auch da seid. Komm, wir fahren los. Wann sind wir endlich da? Das war ja klar, dass die Frage kommt. Das dauert noch 8 Stunden, Finn. Ist das viel? Ja, aber ihr müsst ja nicht fahren. Am Abend. Da wären wir. Hallo Oma und Opa, ihr seid ja schon da. Hallo zusammen. Da vorne kommt eine Frau. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hier vorne ist direkt die Hütte für 4 Personen. Na, dann ist die wohl für uns. Und hier ist Ihre Hütte. Die sieht ja ganz ähnlich aus wie im Weihnachtsland. Ja, das stimmt. Na, dann gehen wir rein. Das sieht echt gemütlich aus. Ich hole die Sachen aus dem Auto und dann können wir Abendessen. Mama, können wir draußen essen? Heute nicht, Finn. Aber morgen können wir auf der Terrasse frühstücken. Au ja! Am nächsten Tag. Ach, wie entspannt. Eine Tasse Kaffee am Morgen. Papa, was machen wir heute? Machen wir eine Schneeballschlacht? Guten Morgen, Stefan. Hilfst du bitte, den Tisch zu decken? Das war's dann wohl mit der Ruhe. Guten Morgen. Gehen wir direkt los? Okay, dann lass uns mal auf der Karte die verschiedenen Routen anschauen. Wilhelm und ich bleiben natürlich mit den Kleinen hier. Super. Und ich möchte mich etwas entspannen. Am besten fangen wir mit einer einfachen Piste an. Das wäre die blaue. Gut, der Weg geht hier lang. Ah, dort können wir die Skipässe kaufen. Und hier ist auch der Kinderbereich. Guten Tag, wir sind 3 Erwachsene und ein Kind. Ihr beiden wollt doch hier bleiben, oder? Ja, genau. Der Parcours sieht nämlich nach sehr viel Spaß aus. Okay, das macht dann 130 Euro bitte. Bitteschön. Puh, das wird ja immer teurer. Ja. So, ihr wisst ja, wo die anderen sind, falls etwas sein sollte. Ja, genau. Viel Spaß euch. Ich fahre als erstes. Halt, Johannes! Das ist die falsche Piste. Ah, Hilfe! Warum ist das so schnell? Ich fahre ihm hinterher und ihr nehmt die blaue Piste. Hallo Johannes, da bist du ja. Echt mutig von dir, die schwarze Piste zu fahren. Sehr witzig. Na, dann komm, Tim. Die schwarze hätte ich locker geschafft. Cool, ich will gleich nochmal. Jetzt bist du dran. Die Skier kannst du dir von dort nehmen. Juhu, ich habe es geschafft. Und jetzt ich. Hier gibt es ja richtig leckere Sachen. Hoffentlich bekommen wir später etwas. Ach, das ist so gemütlich. Mann, das ist viel zu langweilig. Können wir nicht mal mit der schwarzen Piste fahren? Also, ich habe erstmal genug von der Piste. Na gut, wir können zusammen fahren. Yay! Hoffentlich erfährt Charlotte das nicht. Los geht's! Wow, das war das Coolste, was ich je gemacht habe. Ich will einen Schneemann bauen. Oh ja! Ich habe Stöcke gefunden.
Hier habt ihr noch eine Karotte. Wie schön, das habt ihr toll gemacht. Jetzt will ich Schlitten fahren. Ja, ich kann dich ziehen. Kann man den Bob ausleihen? Ja, das kannst du machen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Hallo, wir sind wieder da. Oh, cool, darf ich auch mal? Ja, klar, Papa. Hehe, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ah, Hilfe! Mensch, Papa! Papa, dürfen wir etwas am Stand haben? Ja, aber lass uns zuerst die anderen holen. Na, hoffentlich ist das Essen nicht so teuer wie die Skipässe. Na, was darf es denn sein? Ich hätte gerne einen Hotdog. Und ich die Schokolade. Mama, darf ich den Erdbeerriegel haben? Ja, natürlich. Hier, für dich, Charlotte. Oh, danke, Johannes. Übrigens bin ich heute die schwarze Piste runtergefahren, Opa. Was? Oh oh, das gibt Ärger. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.